Willkommen bei Algebraba. In diesem Video möchte ich ein Beispiel präsentieren, wo es eben leichter ist, einfach schnell zu zeigen, das Ganze ist Lipschitz-stetig, anstatt eben auf normalem Wege gleichmäßige Stetigkeit zu zeigen. Die zu betrachtende Funktion ist f von x ist gleich Sinus x. Man könnte jetzt mal ganz einfach sagen, wenn wir jetzt Sinus x betrachten, wir haben ja im Grunde genommen hier so eine Wellenbewegung, die beginnt hier bei 0 und wiederholt sich dann immer wieder und läuft im Grunde genommen zwischen den Grenzen 1 und minus 1. Das heißt, wir könnten so gesehen schon mal sagen, der maximale Unterschied grundsätzlich muss ja kleiner 2 sein, beziehungsweise kleiner gleich. Und jetzt könnte man sich überlegen, gut, das muss ja dann irgendwie was mit Stetigkeit zu tun haben. Allerdings ist so jetzt auf den ersten Blick noch nicht klar, auf welche Art und Weise das Ganze jetzt direkt stetig sein muss. Also ich meine, natürlich, man könnte jetzt ein Delta angeben, vielleicht was wirklich gleichmäßige Stetigkeit impliziert. Aber ich hatte ja, glaube, in einem der Anfangsvideos direkt, wo ich gesagt habe, was Lipschitz-Stetigkeit genau ist, gesagt, man kann Lipschitz-Stetigkeit mit dieser konstanten L ausdrücken, wenn man einfach die Ableitung bildet. Und das wäre in diesem Fall ja f' von x ist gleich Cosinus von x. Und dann betrachtet, ja, L ist im Grunde genommen das Maximum, das diese Funktion annehmen kann. Das heißt, da Cosinus von x betragsmäßig höchstens 1 ist, folgt L ist gleich 1 und somit die Lipschitz-Stetigkeit von f von x ist gleich Sinus x mit Betrag von f von x minus f von y ist kleiner gleich 1 mal x minus y. Und das heißt im Grunde genommen, wir können hier noch sagen, kleiner Delta gleich Epsilon. Und somit ist f von x gleich Sinus x auch gleichmäßig stetig. Und das ist, denke ich, ja, im Grunde genommen, also es ist wirklich offensichtlich und da das Cosinus durch 1 beschränkt ist, also betragsmäßig 1, das sollte man eigentlich wissen. Und von daher hat man hier jetzt eigentlich gar nicht rechnen müssen, sondern man wusste die Antwort eigentlich indirekt schon. Und ansonsten hätte man sich halt erstmal anfangen müssen, okay, sei Epsilon größer 0, Delta größer 0, x minus y kleiner Delta. Und dann f von x minus f von y und so weiter, das ein bisschen umformen. Und so sieht man eigentlich wunderbar schnell, dass es eben gleichmäßig stetig ist. Und das, obwohl ich jetzt noch verhältnismäßig noch viel dazu geschrieben habe. Wenn man das rein mathematisch aufschreibt mit Quantoren, dann ist das vielleicht eine Zeile. Nun gut, das war es dann auch schon wieder bei diesem Beweis hier. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann stellt die einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö!